Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die Alpha 20 Stable. Ein neuer Tag ist angebrochen. Ich habe die Nacht damit verbracht, mir ein bisschen was zu kochen. Nicht genug, glaube ich fast. Ich muss noch ein bisschen mehr machen. Und ja, sie war relativ entspannt, weil Feral Sands nur tagsüber an ist. Und pünktlich mit Anbruch des Tages sind die Zombies wieder nervig. Und ich habe direkt gegenüber auf der Straße einen Bären. Ja, Mensch. Eins scheint sich auf jeden Fall also nicht zu ändern. An meiner Erfahrung mit 7 Days to Die, ich habe immer viele Tiere. Den Bären, glaube ich, das lasse ich erstmal so. Und es wäre wahrscheinlich schlauer, ich würde hier aus meinem Zuhause rausgehen. Oh, die Schlange ist noch unten. Und da hinten ist ein Hirsch. Oh. Okay, der ist schon wieder weg. Der Bär. Oh, oh, der Bär. Lauf, Hirsch, lauf. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, der Bär legt sich mit den Zombies an. Auch gut. Ich wollte eigentlich unten mal noch fertig looten, aber der Bär, na prima. Klar, führ den Bär zu mir. Super. Ich muss los. Ich gehe auf die andere Seite und sehe einfach mal. So, ist mein... Ja. Bogen ist geladen, sag ich mal. So, vielleicht mal einen Mo weniger. Die Punkte sind mir sehr willkommen. Oh, apropos Punkte. Das habe ich natürlich prompt vergessen. Die Punkte zu vergeben. So. Die Schlange wäre auch erledigt. Die bringe ich vielleicht noch schnell nach oben. Könnte aber sein, dass ich gleich rennen muss. Der Bär. So, ich habe keinen offiziellen Weg nach oben. Oh, ich sollte mal hier irgendwas Größeres umsteigen. Ach! Ach. Okay. Dann machen wir das anders. Ich habe es letzte Nacht noch geschafft, von oben, als die meisten Zombies weg waren, die Treppe hier wegzuhacken und das Loch hier zuzumachen. Das war auch ganz gut so. War, glaube ich, ziemlich knapp, was sie mich gestern nicht erwischt haben. So, dann esse ich noch ein bisschen was. Ich bin ziemlich ausgehungert. Das tut meinem Stamina nicht gut. Aber jetzt geht's wieder. Dafür habe ich ein bisschen was getrunken. Und ich lasse die meisten meiner Sachen hier. Das Einzige, was ich mitgenommen habe, ist, sind die Rohre und den Kleber. Ich lasse mal den Bären Bären sein. Zu weit weg. Für den Fall, dass ich Munition finde und mir eine Waffe bauen kann, da ich nicht weiß, was für Munition ich finden könnte, eventuell. Ich meine, wahrscheinlich wäre es schlauer, mir einen Kochtopf zu besorgen und das Fleisch, was ich habe, zu kochen, anstatt noch mehr Fleisch. Aber ich kann es nicht lassen. Ich weiß übrigens nicht, was aus dem kampflustigen Schwein geworden ist. Jetzt weiß ich es wieder. Oh nein. Gleiches Spiel wie gestern. Das kann echt nicht wahr sein. Oh oh. Ich glaube, den Kampf wird das Schwein gewinnen. So wie es aussieht. Oh, ich weiß gar nicht. Ja, sieht nicht gut aus. Oh, vielleicht kann ich auf das Hütchen hüpfen. Das könnte meine Rettung sein, falls mir nicht vorher das Stamina ausgeht. Ah. Okay. Oh je. Das war jetzt natürlich ungünstig. So, ja. Das Schwein hat mir gestern Abend schon kurz vor 10 die Hölle heiß gemacht. Gerade noch so sehen. Und ich bin gerade noch auf ein Dach gekommen. Oh.
Jawohl. Und wahrscheinlich war die Frage, was ist eigentlich aus dem Schwein geworden? Ein bisschen unvorsichtig. So. Aber noch mehr zu essen. Ich brauche einen Kochtopf. Und was ich natürlich auch das letzte Mal vergessen habe, war beim Händler eine Quest mitzunehmen. Weil ich ja möglichst schnell diese ersten 7 Quests machen möchte, um wieder ein Fahrrad zu kriegen, wie ich in der ersten Staffel von der Alpha 20 ja auch schon hatte. So, hier ist, glaube ich, sonst nichts. Kleine rettende Hütte. Den Händler habe ich mir gerade vorher noch auf der Karte markiert. Ich habe noch ein bisschen Zeit, weil der ja auch erst, glaube ich, gegen 6 Uhr oder so aufmacht. Jetzt ist die Frage, ja, wo könnte ich... Also, ich will nicht dauerhaft in dieser Hütte, in dieser Scheune bleiben. Dafür ist mir die nicht stabil genug. Die Villa hier ist mir fast ein bisschen zu groß, aber ich könnte mal hier unten reingucken. Vielleicht gibt es ja irgendwo so einen direkten Weg in die Küche. Oh. Oh. Mit Pool. Oh, und Zombies. Auch gar nicht schleichen, das hat sich mit Feral Sense sowieso so ein bisschen... Jawohl. Oh. Da kannst du hochhüpfen. Ich bin beeindruckt. Nich. Und nicht so treffsicher, wie ich mir wünschen würde. Okay, es muss nicht immer ein Kopfschuss sein. Tolles Gelände. Oh, was ist denn hier schon wieder? Problem bei Feral Sense tagsüber an ist, dass sie von allen Seiten kommen. Während im normalen Spiel sie eigentlich eher so ein bisschen... Man kann an ihnen vorbeigehen. Vorteil ist... Punkte, Punkte, Punkte! Gut, dann machen wir jetzt ein bisschen Punkte, bis ich zum Händler kann. Looten. Gestrichen. Ich bin auch noch gespannt, wie sich das auswirkt beim Clearen eines POIs, weil ja dann quasi Sleeper und so alle wahrscheinlich gleich aufwachen. So. Sehr schön. Ich brauche sehr, sehr viel mehr Pfeile und für Pfeile brauche ich vor allem Steine im Moment. Das könnte doch die Küche sein, oder? Nee, Fitnessstudio. Wie sieht's? Die ist zu. Das ist eine Garage. Wie spät ist es? 7.05 Uhr. Ich könnte zum Händler. Ich gehe erstmal zum Händler. Danach habe ich eh irgendwas, was ich erledigen muss. Und dann kann ich quasi 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen, nämlich Punkte machen, Dinge suchen und die erste Quest für den Händler erledigen. Ich bin versucht... Oh. Ich bin versucht, sowas zu machen wie Vorräte abholen. Da kann man dann ja die Zombies ignorieren und versuchen nur nach oben zu gehen, um die Kuriertasche einzusammeln und gleich wieder zurück. Das hat einmal gut geklappt bisher. Sozusagen Steine, habe ich gesagt, brauche ich noch. Blitzquests. Und der Plan B wäre praktisch vielleicht dafür zu sorgen, dass ich möglichst schnell eine Forge kriege. Dann kann ich mir meinen Kochtopf nämlich einfach selber machen. Oh. Völlig ohne Ausdauer. Und es zieht Nebel auf. Creepy.
Aber ich brauche ein paar Steine, weil meine Pfeile gehen schneller weg, als ich denken kann. Ich höre auch schon wieder den nächsten... Die nächsten Zombies. Ich sehe schon zwei. Ja, schon recht. Ich muss, glaube ich, ein bisschen mehr mit der Keule machen. Sonst wird das mit den Pfeilen schwierig. Und auf eine Munition würde ich da auch nicht zählen, weil so viel Munition kann man gar nicht finden. So. Zurück zu meinem Stein. Ja, ist doch deutlich abwechslungsreicher. Okay, der oder die da hinten hat mich offensichtlich doch noch nicht gesehen. Sehr schön. Eine 100. So viele Pfeile würde ich eigentlich gern machen. Mal sehen. Den nehme ich noch fertig mit. Und dann nix wie ab zum Händler. Ja, ich hätte gern eine super stabile Basis. Ich glaube, ich werde mir keine selber bauen. Zumindest nicht jetzt am Anfang. Ich will ja ein bisschen was von der Map sehen. Das heißt, ich werde mir eine Basis suchen, mich hier die erste Woche in der Stadt rumdrücken. Und was ich, glaube ich, ein bisschen vorsichtiger angehen werde, ist die Innenstadt, weil da ja doch relativ viele Zombies und davon auch einige Ferals gibt. Einen habe ich schon gehabt. Unglücklicherweise gleichzeitig mit dem Schwein. Da hinten ist, glaube ich, noch ein Baumstumpf. Das könnte ich auch noch gebrauchen. Ein Honig oder so. Und ich habe aber den Eindruck, ich bin hier in einem Industriegebiet. Das ist nicht so schön und vor allem gibt es da keine Kochtöpfe. Aber große, stabile Dächer wäre natürlich die andere Geschichte. So, aber jetzt erstmal zum Händler. Vielleicht kann ich da... Wie viel Holz habe ich noch? Oh, auch keine 100 mehr. Was ist das denn hier? Ich frage mich, wie sich so ein Silo schlagen würde bei der Horde. Okay. So. Den nehme ich noch mit, dann habe ich ein bisschen Holz. Und ich habe auch nur noch 5 Holzrahmen. Das reicht nicht, um sich irgendwo auf dem Dach zu retten. Wie sich gezeigt hat, brauche ich das. Wenn ich das Schwein diesmal erlegt habe. So, ich habe auch schon wieder guten Weg gemacht zum nächsten Punkt. Muss gleich mal gucken. Da ist noch ein Nest. Drei Pfeile, okay. Ich habe 136 halt. Das will ich nicht mit. Hier. Da könnte ich noch so ein bisschen Steine mitnehmen. Ja, ich brauche Holzrahmen. Ich brauche einen Kochtopf. Und es wäre schön, wenn ich Munition finden würde, damit ich mir eine Schusswaffe machen kann für Notfälle und Bären und so. Aber mal gucken. Die Axt ist gleich wieder durch. Und ich muss mir bald was zu essen machen. Ich hatte eine Dose Birnen, die habe ich gegessen. Hier verbranntes Fleisch. Wie viel Fleisch habe ich denn jetzt schon wieder? 30. Also das läuft ganz gut bisher. Oh, und das Wetter wird schlechter. So. Dann nehmen wir hier rein. Gab's da was? Ja. So, hier drin habe ich schon gelootet. Und also direkt. Damn, you smell like the dead. You better have money. Ich würde mal kurz gern sehen, was du hast und dir das hier verkaufen. Das brauche ich im Moment auch noch nicht. Verkaufe ich auch. Das wollte ich auch verkaufen. So. Dann habe ich ein bisschen Geld und damit auch ein bisschen Punkte gemacht. Und ich guck mal, was du hier so hast. Die Bücher sind leider alle zu teuer. Du hast Minibike Handlebars. Hm.
Also ein Fahrrad verkauft er direkt nicht. Einen Kochtopf auch immer noch nicht. Restock an Tag 4. Don't let the door hit you on your way out. Lass mal sehen, was du für Aufträge hast. Irgendwas in der Nähe. Oh, es ist alles relativ weit weg. Buried Supplies, Clear Zombies, Clear Fetch. Das hätte ich gern. I don't like you, but maybe I'll change my mind. Word of advice. Next time, bathe before you come to a job interview. Hier wird jeden Tag aufgestockt, aber es gibt nicht viel. Was, und sehr teuer. Sehr, sehr teuer. Mieses Wetter. Ist hier noch drin. Okay, sammel ich prinzipiell. Oh, da habe ich noch eins übersehen. Auch gut. So, das ist das Crappy Climber. Was für grausiges Wetter. Aber naja, ich kann ja nicht den ganzen Tag beim Händler abhängen. Wo muss ich denn hin? Diese Richtung. Da. Okay, den Teil kenne ich noch nicht, das ist gut. Vielleicht finde ich da ja noch eine Basis. Okay, sehr dunkel. Wetter ist beeindruckend. Falls ihr euch wundert, dass der Donner so laut ist, das ist er tatsächlich. Also das ist im Spiel so. Oh, finster, Regen. Und mir ist kalt. So. Ich sehe jetzt natürlich auch nicht so wahnsinnig viel. Hier ist ein kleines Holzhaus. Der nächste Zombie. Nee, Sand will ich nicht mitnehmen. Da ist nochmal so ein Klohäuschen. Oh, das die Kirche. Die kenne ich schon. So, wie viel oh, sehr gut. Wie viele Pfeile habe ich noch? Ich pack die mal hier runter. Nicht, weil ich es behalten würde, wenn ich sterbe. Das verliere ich auch. Aber weil ich dann sehe, wie viel ich da habe und ich mache mir gleich mal so viel ich kann. Wow, ihr seid aber schnell. Weiß nicht, wie das ist, ob man da mit der Zeit, wenn man die ignoriert, so einen ganzen Tross an Zombies hinter sich herzieht. Das wäre nicht gut. Schon wieder Sand. Noch ein Zombie. Oh, er ist ausgewichen. Schweinebacke. Ugh. Okay, ich kann das nicht brauchen, dass mir hier bei der Quest irgendwie schon Leute folgen. Okay, aber wenigstens das Wetter wird besser. Okay. Oh. Der war zum Glück schon angeschlagen genug. Was ist mit dir? Du bist noch nicht angeschlagen. Oh! Oh Mist. Ich dachte doch gerade, hätte was gehört. Und schon wieder einer. Oh Mann. Brauch mehr Stamina. Sehr, sehr viel mehr Stamina. Ich kann euch nicht beide gleichzeitig hauen. So viel Ausdauer habe ich nicht. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Sehr schön. Einer weniger. Kurz verschnaufen. Nochmal verschnaufen. Nochmal drauf. Und ich habe vergessen, beim Händler meine Punkte zu vergeben. Sehr unvorsichtig. Und es ist schon 11 Uhr vormittags. So, habe ich noch... ich habe nur einen. Hier. Ich nehme mal ein bisschen Ausdauer.
im Prinzip egal, ich brauche das alles dringend. So, jetzt mal gucken, was es ist. Hier die... Hier... Quest, das sieht gut aus. Ah, ich habe jetzt schon Zombies. Und das ist verdammt groß, das Ding. Ich glaube, das hatte ich schon mal als... Gott. Okay, das... Sense. War nicht gestern noch witzig? Heute finde ich schon fast schwierig. Bin mir nicht sicher, wie schnell ich vorankomme. Oh. Lass es was Gutes sein. Aha, entweder. Endlich ein bisschen Munition. Zwar nur für eine Schrotflinte, aber okay. Und das hier. Ich muss mal meinen Bogen reparieren. Na, für den Mo reicht's noch. Und Level up! Das ging zackig. Hast du noch Pfeile? Okay, ich brauche die... ja. Hier hatte ich schon mal tatsächlich. Ach, der nächste. Man kann sie ja auch nicht ignorieren, ne? Genau. Und dann rennt sie gleich. Nee. Oh je. Das gefällt mir gar nicht. Ich habe es noch gar nicht geschafft, hier diesen... die Quest anzunehmen und bin schon wieder hungrig. So, gleich nochmal. Okay, so schön das mit dem Bogen ist, es dauert einfach sehr lang. Wenn ich mal hier drin bin, darf ich auch nicht mehr raus. Das wird lustig. Ich muss nach oben. Und ich werde es tatsächlich so spielen. Ich versuche direkt an die Kuriertasche zu kommen. Oh nein! Ich habe vergessen. Ich ja keine... keine... Holzrahmen mehr habe. Mehr davon. Gib mir gleich nochmal 20. Und lass mich die... So. Weil hier oben sind natürlich auch Zombies auf dem Dach. So einfach ist es nicht. Ich weiß zwar nicht genau, wo und wie viele, aber mal gucken. So. Hier. So, einer weniger. Sehr schön. Hier ist schon jemand am Randalieren. Auf jeden Fall nach unten. Es hilft nichts. Ich muss hier rein. Und die Tasche ist eins tiefer, also komme ich da auch nicht drum rum. Aber hey, Mollys. Und ein Grill. Auch nicht schlecht. Okay, hier muss ich rein. So, das nehme ich mit. Meter in diese Richtung. Oh, Bar Brawling. Ja, gut. Benutze ich eigentlich eh kaum. Die Frage ist, wo sind die ganzen Zombies? Das ist die Frage. Okay, sie haben sich hier schon rausgekloppt. Da sehe ich sie. Vielleicht könnte ich ja ein bisschen... von hier oben schon wegmachen. Oder alle schon mal so ein bisschen anpieken wenigstens.
Nein. Oh. Pfeile loswerden klappt auf jeden Fall. Zombies erwischen nicht so ganz. Aber drei weniger wäre echt okay. Ein weniger, jawohl. Den vielleicht noch? Jawohl, zwei weniger und den Mo, den, der ist nicht mehr da. Okay. So, jetzt versuche ich mal rauszufinden. Achso, jetzt habe ich mir das natürlich selber hier ein bisschen riskanter gestaltet. Da ist noch was. Die Tasche ist 3,9 Meter entfernt in diese Richtung. Also sie ist genau da unten, wo die gerade rumrandalieren. Nee, ich komme hier nicht raus. Das heißt, ich muss doch von außen noch mal ran. Hier. Okay, mittendrin. Na gut. Zwei weniger sind es ja schon. Ich bin hungrig und hab... ich darf nicht raus. Halt, 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 halt. Eigentlich hin. Die sind hier an der Tür zugange. Ja, es hilft nichts. Ich mache einfach auf. Es dauert ja ewig. Ich glaube, es ist der Mo. Ich hoffe sehr, dass er allein ist. Ah, ich könnte... Mensch. Ich könnte ihn hier aufmachen und dazu machen. Na komm, das schaffst du. Pfeile einsammeln. Hat natürlich überhaupt keinen Sinn, leise zu sein. 6,6 Meter. Oh, da hinten ist noch jemand. Doch noch funktioniert. Oh ja, da. Nee, das war's nicht. So, jetzt lass mich gucken. Hier ist noch was. Nicht aufhauen. Das sind aber noch Bücher. Hier ist noch eine Kiste, das ist es aber auch nicht. Ja, yeah. Okay, aber ich habe. Das ist leider keine Schrotflinte und ich habe dafür keine Munition. Ich habe 9 mm und Shotgun Shells. Okay, dann. Gehe ich trotzdem erst in die Küche. In der Hoffnung auf einen Kochtopf. Nee. Oder was zu essen. Das wäre auch okay. Mm-mm. Dann sind da noch zwei Bücherregale. Das muss irgendwo rein. Ich hoffe sehr, dass die nicht da unten im Keller sind, dass der Dekoriertasche oder draußen ist was? Nee. Keine Bücher, nur Papier. Okay.
Okay, so. Das kann weg, das kann weg. Kaufen. Die zwei Wasser trinke ich mal. Das kann ich essen. Okay, ich bin 8 Meter entfernt. Hier ist noch was. Meter, das sieht gut aus. Nee, das ist es alles noch nicht so ganz. Ist auch nicht in der Badewanne. Da war ich schon. Ah. Irgendwie... Ah, Moment. Hab es. Geschafft. Geschafft, geschafft, geschafft. Dann will ich, glaube ich, gar nicht mehr lange rummachen, weil ich habe schon jetzt die Taschen, die zu voll sind. Das kann ich nochmal verkaufen. Oh, Kleber ist gut. Darunter möchte ich jetzt eigentlich nicht. Oh, jawohl, der Hunter's Journal. 10% mehr Schaden gegen Hirsche. Und Kleber kommt mir auch sehr recht. Okay. Nun gut, habe ich alles schon. Das kann hier noch mit rein. Auch alles schon. Rappe ich gleich. Hier vielleicht was zu essen? Ja, aber man muss es kochen. Mist. So. Völlig überladen. Ich mache hier mal eine Kiste mit so Sachen, die ich später brauche, aber jetzt noch nicht. Oh, was für ein schicker... was für eine schicke Straße hier mit dem Baum in der Mitte. So, habe ich die schon gemacht? Ja. Hier. Sowas wie Sand und Messing, was ich später brauche, aber jetzt nicht unbedingt. So, das kann hier auch mit rein. Das brauche ich alles noch nicht. Hole ich später wieder ab. So, dann ist es sehr viel besser. Das kann hier auch runter. Hier noch mit rein. Das auch. Cooling Mesh, das kommt. Kann vielleicht hier mit rein, genau. Gut. Sehr viel besser und ich bin hungrig. Das esse ich noch auf. Gut, das sieht ja echt cool aus. Sehr schön, Kreisverkehr. Aber ich muss zurück zum Händler. Meine Arbeit abgeben, meine Belohnung einsammeln und den Haken an die erste Quest machen. Und ich werde die zweite gleich mitnehmen, auch wenn ich nicht weiß, ob ich die heute noch schaffe. Wahrscheinlich eher nicht. Ich muss Wasser mitnehmen. Und ich brauche natürlich ein Hühnchen. Ah, lockst mich wieder irgendwo hin, wo es gefährlich ist. Zum Baumarkt zum Beispiel. So. Ja, Mensch, Essen und sowas nicht so. Also theoretisch zumindest. Wenn ich es dann mal kochen kann, nicht so das Problem. Das Problem ist, eine Forge kann ich noch nicht machen. Da fehlen mir ganz viele Dinge noch. Zum Beispiel ein Schraubenschlüssel. Oder war das für die Werkbank? Muss gleich nochmal gucken. Aber nicht trödeln. Sonst rotten sich die Zombies zusammen. Ist ganz schön weit. Die in der Experimental, die Quests waren tatsächlich alle so direkt vor der Tür. Da ist ein Tourist.
Und jetzt sind es dann doch ein paar hundert Meter. Da wäre so ein Fahrrad praktisch. So, das würde ich gern noch. Was ist das? Das ist zu groß. So, außer Puste. Und ich brauche irgendeine Wasserquelle. Da ist noch ein Nest. Ja, schon wieder ein Zombie. Mensch. Oh. Oh. Der wurde gleich sehr schnell, aber ich höre schon wieder den nächsten. Die nächste. Ich habe leider keine Zeit. Ich muss dringend weg. Hatte ich denn den letzten Punkt? Das war der, den ich schon vergeben habe, glaube ich. Mal gucken. So, da ist die Hintertür. Genau. Okay. Eine Quest erfolgreich abgeschlossen. What do you want? I'd shake your hand, but I bet you got dysentery the way you smell. Was für ein Pech, das kenne ich schon, Sir Red Lame Blade Mod. Das nehme ich, glaube ich, mal. 2500 XP und 330 Dukes Casino Tokens. Und ich hole mir gleich den nächsten, auch wenn ich noch nicht weiß, welches ist denn. Okay, jetzt gibt es keinen mehr. Patch, dann machen wir einfach. If you want work from me, you'll do what you. I'd say it's been an honor to work with you, but it would be a lie. Ich habe noch ein paar Sachen, die ich verkaufen kann. Die hier. Das. Das packe ich irgendwo rein. Den Rest nehme ich mit. So. Oh, you want a guarantee, huh? Well, maybe you should try Shamway. So, ich denke, das reicht erstmal für diese Folge. Euch vielen Dank fürs Zuschauen. Wir spielen in der nächsten Folge an dieser Stelle weiter. Und ja, bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne den Daumen hoch da und abonniert den Channel. Bis dahin, tschüss.